Hallo und willkommen zurück zu G2 DNDR. Wir gehen die Treppe weiter hoch und sammeln. Hier gibt es ja wieder viele Bären. Ich glaube, ich mache einen Biomarkt auf oder so. Pilze, immer gut. Immer gern gesehen. Außer auf dem Esstisch natürlich. Schnabulier sie dir rein, mein Freund. Mana plus 5. Sehr schön. Hatten wir wieder 40 Intus hier. Was ist das für ein Ring, den wir gefunden haben? Achso, das ist nur ein gravierter Ring. Na, Bauern? Du bist Bauer. Du bist noch mehr Bauer. Ihr seid alles dreckige Bauern. Dunkelpilz, Dunkelpilz. Überall diese dunklen Pilze. Was ist denn mit Äpfeln? Ich möchte mehr von denen. Da, Bauer. Bauer, das sind alles nur Bauern. Nutzlose, stinkende, dreckige, blöde Bauern. Mehr nicht. Hier gibt es auch nichts weiter zu sammeln. Gut, gehen wir mal weiter. Da steht ein Schäfer rum. Können wir mit dem reden? Hey, Malak, wie geht's, mein Freund? Alles klar? Sicher? Sicher. Was machst du hier? Ich bin nur Schafhirte. Es ist nicht gerade eine Arbeit, bei der ich mich kaputt mache. Aber zuweilen muss man ganz schön aufpassen. Erst recht, wenn man dem Pass zu nahe kommt. Okay. Was weißt du über den Pass? Nicht viel. Nur, dass er zum alten Minental führt, das bis vor ein paar Wochen noch von der Barriere umschlossen war. Damals war die monatliche Karawane, die alle möglichen Güter ins Minental brachte, das Einzige, was wir Bauern zu fürchten hatten. Ja, die Miliz in der Gegend scheint sehr beliebt zu sein. Draußen oftmals ganz schön zugesetzt. Da. Wo finde ich den Pass ins alte Minental? Da hinten prügelt sich wer in mit einem Monster. In der Nähe der beiden Wasserfälle. Auf der anderen Blutfliege. Seite des beiden Plateaus. Prügeln sie sich im Hintergrund, ich glaub's ja nicht. Alles Mögliche. Nachts wollen einige der Jungs Schreie von dort gehört haben. Manche haben seltsame Lichter über den Bergen gesehen. Ja, die seltsamen Lichter, das war die Barriere. Aber wenn du mich fragst, sind das alles Ammenmärchen. Na, so schlimm war es im Minental nun auch nicht. Schließlich kam ich ja von da, ne? Warst du schon mal im Minental? Nein, ich bin nur ab und zu in der Nähe des Passes. Ich sehe dann immer diese beiden Paladine da herumstehen und Wache halten. Es sieht so aus, als ob sie darauf aufpassen, dass nichts aus dem Tal mehr herauskommt. Damals war das Minental ein natürliches Gefängnis. Bist du einmal reingegangen, kamst du nicht wieder raus. Ja, natürlich kann man das nicht nennen. Immerhin war da eine magische Barriere drumrum, ne? Erzähl mir mehr über die Paladine. Seit wann stehen sie da? Ich schätze mal 1 bis 2 Wochen. Ganz genau weiß ich das nicht. Bei einiger Zeit ist sogar ein ganzer Trupp von ihnen im Pass verschwunden. Seither habe ich sie nicht wieder gesehen. Okay. Gruselig. Ich sehe hier gar keine Frauen. Das hast du richtig beobachtet. Das ist sozusagen ein Männerhof. Funktioniert ganz gut, denke ich. Überarbeite dich nicht. Ich werde mich bemühen. Alles klar. So, dann gehen wir mal weiter. Blutfliegenmörder. Du bist hier der Boss, was? Ach, Benga, der Boss des Hofes. Wie geht's? Du bist der Bauer hier? Könnte man so sagen, doch eigentlich bin ich nur der Pächter. Dem Großbauern gehört das ganze Land hier. Wovon lebt ihr?
Hauptsächlich von der Jagd und vom Holz, das wir fällen. Natürlich züchten wir auch Schafe und betreiben Ackerbau. Ich muss ja auch die ganzen Tagelöhner, die Onam ja aufhalst, beschäftigen. Die wenigsten sind gute Jäger, verstehst du? Ja, klar. Ist dir in letzter Zeit etwas Merkwürdiges passiert? Hier passieren eine Menge merkwürdiger Dinge. Aber das Seltsamste ist wohl Pardos rätselhaftes Verschwinden. Er ist einer meiner Feldarbeiter und nicht der Typ, der einfach über Nacht alles hinwirft und sich aus dem Staub macht, verstehst du? Was genau ist an seinem Verschwinden so merkwürdig? Pardos ist ein sehr ängstlicher Kerl und hat sich niemals weiter als bis zu den Grenzen meiner Felder vom Hof entfernt. Er hat schon die Beine in die Hand genommen, wenn ihm eine Fleischschwanze über den Weg gekrabbelt kam. Die Biester okay. sind zwar nicht besonders schön, aber gefährlich sind sie nun wirklich nicht. Es soll ja Leute geben, die sie essen. Ach, widerlich. Man gewöhnt sich dran. Das stimmt wohl. Das kennst du noch aus der Koloniezeit, was, mein Freund? Vielleicht hatte er einfach die Schnauze voll. Die Feldarbeit war sein Ein und Alles. Schwer vorzustellen, dass er jetzt bei einem anderen Bauern arbeitet. Bei mir konnte er machen, was er wollte. Irgendeinen Anhaltspunkt? Ich glaube ja, dass ihn die Banditen verschleppt haben. Die streunen schon seit Tagen hier in der Gegend herum. Einmal habe ich gesehen, wie sie einen Bürger der Stadt in ihr Lager gezerrt haben. Sah so aus, als ob sie ihn versklaven wollten. Um den habe ich mich schon gekümmert. Wo ist dieses Lager der Banditen? Am Ende meiner Felder führt eine Treppe hinunter in einen kleinen Talkessel. Dort haben sie sich niedergelassen. Ich würde dort ja gerne nach Pardos suchen, aber ich werde mich ganz sicher nicht mit den Kerlen anlegen. An deiner Stelle würde ich auch einen großen Bogen darum machen. Die kennen keinen Spaß. Jetzt glaubt mir, so stark waren die nicht. Das waren Billigbanditen, die habe ich platt gemacht. Hatten die Banditen, die hier vorbeikamen, Waffen bei sich? Was ist denn das für eine blöde Frage? Was wären das für Banditen, wenn sie keine Waffen hätten? Ich meine richtig viel Waffen, eine Waffenlieferung. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, sie hatten Massen davon bei sich. Einige in Fässern, einige in Taschen oder auf dem Karren, den sie dabei hatten. Okay. Du unterhältst Tagelöhner? Die Arbeiter, die Ona nicht gebrauchen kann, wirft er von seinem Hof. Er schickt sie dann zu mir. Ich ernähre sie und sie arbeiten hier für mich. Das ist wirklich nicht mein Problem. Was hältst du von Ona? Er ist ein gieriger Sack, der uns noch alle an den Galgen bringen wird. Irgendwann kommen die Paladiner aus der Stadt und lassen uns kleine Bauern für das, was er hier abzieht, bluten. Aber ich habe keine Wahl. Die Milizen kommen nur hierher, um zu kassieren und nicht, um den Hof zu verteidigen. Wenn ich mich loyal zur Stadt verhalten würde, könnte ich selber zusehen, wie ich klarkomme. Ona schickt zumindest ab und zu mal Söldner, um nach dem Rechten zu sehen. Apropos Ona, wir müssten uns auch mal Sold abholen. Wir haben ja jetzt zweimal in der Nacht geschlafen hier, wir sollten jetzt eigentlich mal Geld bekommen von dem. Was hast du gegen die Königstruppen? Liegt doch auf der Hand. Es hat überhaupt keine Verbesserung gebracht, dass die Paladine jetzt in der Stadt sind. Ganz im Gegenteil. Jetzt kommen diese verfluchten Milizen nur noch häufiger auf unser Land und rauben, was das Zeug hält. Und die Paladine machen nichts dagegen. Die einzigen Paladine, die ich je gesehen habe, sind die beiden Wachen vor dem Pass. Die würden sich keinen Meter da wegbewegen, auch wenn die Miliz uns alle abschlachten würde. Oh, okay. Der Pass? Ja, der Pass ins alte Minental bei den Wasserfällen am anderen Ende des Weidenplateaus. Frag mal Malak danach. Er ist die letzte Woche ein paar Mal da. Ich hab schon mit ihm geredet! Hör auf, mich ständig Sachen zu sagen, die ich schon längst weiß. Alter, der Schafhirte darf nicht auf deine Weide. Oh, ich krieg hier so viel Erfahrung in dem Gespräch. Ich habe ihm erzählt, Seekop soll mir Geld bezahlen, wenn er die Schafe auf meine Weide führt. Wenn ich ehrlich bin, ist das nur Schikane. Ich kann Balthasar einfach nicht leiden. Okay. Er kann ihn also einfach nicht leiden, ja? Lalala, mich sieht keiner. Keine Frauen auf dem Hof, aber Hauptsache ein Doppelbett, ne? Das sind die richtigen hier. Ich will gar nicht wissen, was hier auf dem Männerhof so alles vorgeht, wenn es dunkel wird. Man kann hier aber auch nichts klauen, das hier ist ein leeres Haus. Schönen Dank. So, gut, okay, dann gehen wir mal in diese Richtung. Da
haben wir Pflanzen und hier haben wir die nächste Ausgrabungsstelle. Die vorletzte, soweit ich weiß. Wo die letzte ist, weiß ich natürlich auch. Ich alter Fuchs. Los, grab aus das Zeug. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ein goldener Kelch. Oh. Hier gibt es keine Kohle. Da unten gibt es den sicheren Tod. Hier gibt es auch keine Pflanzen sonst. Gewonnen! Lurker gibt es hier einige. Aber ob ich mich mit denen anlegen soll, ich weiß ja nicht. Aber ich denke mal schon, ich meine, die hatten ja nicht viel drauf, ne? Ich gehe jetzt mal ein Stück weiter hier entlang. Gibt es, glaube ich, auch massenhaft Lurker. Da steht schon der erste. Scavenger, Mensch, was macht ihr denn hier? Kleine Schätzelein, kommt mal rüber. Ich mach dich platt, ey. Ich mach dich so platt. Oder auch nicht. Hör auf, von hinten zu hacken. So. Schon ist die Welt wieder friedlich. Ach, hier ist ein Innos-Schrein. Aber es ist ja noch kein neuer Tag. Bist du hier der einzige Keiler, du Keiler? Komm schon, triff. Komm schon, triff. Komm schon, triff. Triff endlich. Triff. Getroffen, würde ich mal sagen. So, wo kommen wir denn jetzt hier noch überall hin? Pflanzen. Lalalala. Oh. Puh. Mit einem Drachensnapper lege ich mich nicht an. Das könnt ihr vergessen. Halb Drache, halb Snapper. Und dreimal so gefährlich wie ein ganzes Snapper-Rudel. Die lasse ich lieber in Ruhe. Gucke ich mich lieber hier hinten um. Es fängt schon wieder an, nur weil da ein Wasserfall ist, hängt hier wieder, oder was? Ah, jetzt geht's wieder. Komm her, mein Kleiner. Komm. Na komm. Ich warte nur auf dich. Ja, komm her, komm rüber. Na komm, mein Kleiner. Fein machst du das. Ganz ein Braver bist du. Ich mach dich so platt, ey. So, der nächste bitte. Die machen relativ viel Schaden, aber halt nicht so sehr viel aus. Erledigt. Und da haben wir nämlich auch schon die letzte Ausgrabungsstelle gefunden. Und hacken drauf ein. Wie bekloppt. Gib mir das Zeug. Ich will es alles haben. Alles, alles, alles. Ich habe etwas gefunden. Was hast du denn gefunden? Eine Feuernessel? Achso, ich weiß gar nicht, gab es da hinten Kräuter? Es sieht so aus, als gibt es da Kräuter. Also springen wir in die Fluten oder gehen außen drum rum. Jetzt wird's nass. Jetzt bin ich doch mitten im Wasser. Wie, darf ich durch den Wasserfall nicht durch? Na, schönen Dank. Das vergesse ich euch niemals, dass ich das nicht durfte. Meins, meins. Oh, hier gibt's aber viele Pflanzen, mein lieber Scholli. Na komm, wander durch das Wasser. Wir haben noch ein paar Lurker, die wir vernichten müssen. Da hinten am Baum ist noch ein wenig Kräuterpack. Das ist vor allem dieser See. Immer wenn ich in die Nähe von dem See gucke, gibt es hier sofort Probleme. Bam, bam. Nenne. Bam. Jetzt muss ich die Heilpflanzen auch sofort mal... Oh, lecker. Da haben wir so viel Bärenzeug, das stopfe ich mir einfach alles mal rein und betrachte dabei den schönen Wasserfall. Ich stehe total auf Wasserfälle. Was gibt's denn noch? Hier, weg damit. Aber auch der kleine Teich hier ist ganz hübsch. Gefällt mir. Ganz was Feines ist das hier. Qualitätsteich vom Feinsten.
Gartenbau kann nicht jeder, aber derjenige, der den Teich angelegt hat hier, der kann das. Vom Feinsten. Hier haben wir auch noch überall Kräuter. Da hinten steht schon wieder so ein Lurker rum. Und noch einer. Oh. Ich muss mich hier durch die Massen an Biestern kloppen. Hallo du. Aber wisst ihr was, mit dem reden wir noch gar nicht. Ich sehe nicht ein, dass ich hier jeden dauernd ansprechen muss. Außerdem kommen wir hier ja später sowieso noch hin. Schließlich ist ja hier der Pass. Bist du Ärgerbin, komm her. Na komm. Put, 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 put. Ich mach dich platt. Ah, puh, jetzt kommt der andere auch noch. Geh weg! Stirb endlich! Das ist meine Erfahrung, denk nicht mal daran. Ich weiß, dass ich das gut gemacht habe. Ich mache immer alles gut, egal was ich tue. Ich bin eben der Beste! Arroganter Modus aus. So, was haben wir denn hier oben noch? Weißer Rum, Mana, Lebensenergie, Bonus 1. Echter Seemannsgrog. Zack. Wir sind knallhart, den haben wir weggesoffen. Ach, ich habe noch Fische. Yummy, yummy, yummy. Bisschen Lebensmittel wieder verbraten. Ja, oh, lecker. Schön den Fisch reinstopfen. Das tut gut, nicht wahr, mein Kleiner? Oh, du bist ja ganz ein feiner Held, bist du. So, genug jetzt. So, jetzt schnappen wir uns noch die Pflanze hier, Blauflieder. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns hier und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Lol, wieso redet der Held? Guck mal, ich rede mit dem Helden. Der Held hat meine Stimme geklaut. Ah, egal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.